Hey ho, was geht, Leute? Heute wieder ein kleines Rundchen Prince of Persia, The Last Crown. Wir haben ja beim letzten Mal relativ knackige Jump-and-Run-Passagen hinter uns gebracht, die mir nur leicht mein Herz aus der Brust springen lassen haben. Aber ich glaube, dafür werden wir jetzt mit einem Boss belohnt. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt unter diesem Siegel uns wartet, ob es nochmal so eine riesige Welt ist oder ob es jetzt, wie gesagt, irgendwie ein Boss kommt oder mit der Story vorangeht. Also, ich hoffe, ihr habt Bock. Ich auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, abonnieren, liken, gern gesehen. Und ab rein dafür. Zack. Und da steht jetzt auch alles. Wo müssen wir denn hin? Einfach nach unten. Ah, da hätten wir noch zwei Wege. Da haben wir so gut wie alles erkundet. Also erstmal irgendwie nach unten. Hui. Und noch weiter runter. Ah, sehr, sehr gespannt. Ach, die beiden Schwerter sind schon die kurzen gewesen damals. Prince of Persia, Warrior Within. Ein absolutes Meisterwerk. Zumindest damals. Dicke Schlange. Ja, okay. Hätte ich wahrscheinlich rüberspringen sollen. Wow. Das hat funktioniert. Zumindest so einigermaßen. Ach, du warst das die ganze Zeit. Ich weiß ja nicht so richtig, aber was ich machen soll. Aber das kommt vielleicht dann noch irgendwann. Dass sie noch nachbeißt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh. Keine Ahnung. Ich glaube, das wäre ganz gut. Oh, nein, das war nicht gut. Was würde ich sagen? Komm, geh einfach weg. Okay, Todeslaser. Ich glaube, ich bin tot. Denn. Also ich habe noch gar keine Ahnung, was man da am besten macht. Ob man die Dinger zerschießen kann? Möglich. Ach. Lassen wir den da aber erstmal. Viele Fragen in meinem Kopf. Okay, die fallen von der Mitte aus runter als erstes. Dann kann ich vielleicht da meinen. Ja, doch, ich habe einen Plan. Wie soll man das timingmäßig schaffen?
Wow, was ein Start. Aber hey, I'm still alive. Es wirkt, als wäre das ein Gegner, wo ich eine Weile dran sitze. Lass dich doch mal treffen. So. Nö, hat gar nichts gebracht. Wow. Hilfe. Ah, vielleicht damit dann. Das war knapp. Nein, hat irgendwie auch nicht so viel gebracht. Wenigstens eine Sache kann ich ausweichen. Habe ich irgendeinen Skill vergessen? Yes, ich hab's mal geschafft. Okay. Wow. Einfach nur wow. Ja, da fällt mir auch irgendwie nichts ein, was halt irgendwie clever wäre. Das waren auf jeden Fall schöne Treffer. Oh. Voll erwischt wieder mal. Oh. Doppeldrink war jetzt nicht so clever. Das ist relativ einfach, weil man hochspringen muss und dann direkt das Abwehren drücken muss. So, zack. Das kriege ich vielleicht jetzt auch so langsam hin. Das ist nicht so.
Nein. Zu früh gefreut. Ja, zumindest ein paar Hits noch mitgeben. Ach. Dammit. Oh, was soll ich da machen? Kann mir ja auch keiner sagen, ne? So, Gelegenheit nutzen. Warum trifft er dabei immer? Nicht die Scheiße schon wieder. Gib mich einmal die falsche Taste. Du hast so viele Fehler auf einmal. Ey. Sollte warten, bis sie hier angreift. So, habe ich hier irgendwas übersehen? Boah, das wird anstrengend. Das heißt, wird. Wow, das erste Mal, dass sie mich nicht getroffen hat. Zerschlagen. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man die zerschießen müsste, dann würde es auch irgendwie immer Pfeile geben, aber die gibt's ja nicht. So. Schon wieder nicht geschafft. Was ist denn da jetzt los? Und das Spiel kennen wir ja. Da weiß ich auch noch nicht so recht, was man machen kann, soll, darf. Also.
Aua. Endlich. Günstiger Zeitpunkt. Aber trotzdem noch geschafft, ein Glück. Falsche Richtung, verdammt. Ach Mann, das war ein an sich gar nicht so schlechter Lauf. Dann sind nur die Kügelchen ein Problem. Oh. Bin ich in Panik geraten? Schnell runterkriegen, dass er die Kügelchen nicht zu häufig spammen kann. Sagte er und sie kam. Wow. Man hat zu früh alle Tränke aufgebraucht. Das ist nicht so schwer. Zu früh gefallen. Und die falsche Taste noch gedrückt. Puh. Da war der Kick des Verderbens. Nein. Naja. Das gibt eine gute Zeit. Dass man in der Luft da nicht genug ausweichen kann, auch sehr nervig.
Mann. Das ist ein Problem, dieser Takt für mich. Gar nicht, ob das überhaupt getroffen hat. Okay, noch eine dritte Phase. Ja, cool, sie kommen wieder. Yippie-yay. Bin so kurz davor, einfach mal zu googeln, wie man den ausweichen kann. Davon stehen bleiben. Schade, den einen hätte ich noch gerne mitgegeben. Ein schöner Treffer. Oh yeah. Muss auch treffen. So, wenn man hier in dieser kleinen Lücke stehen bleibt, stimmt man. Ich meine, das war der beste Run bisher. So, ich muss das jetzt kurz googeln, Leute. Es geht mir nicht zu hart auf den Zünder. Okay, okay. Ja, darauf wäre ich nie gekommen. Ich habe doch noch eine Fähigkeit, die ich tatsächlich vergessen habe. Beziehungsweise nicht dachte, dass die relevant sein könnte. Aber erstmal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich dementsprechend nicht spoilern, sondern zuschauen. Und da sind sie auch schon. Ha, geschafft. Ich habe ja noch so ein Dimensionsportal gedöhnt. Damit kann man die Kugeln einsaugen. Uts! In your face.
Schönes Ding. Ja, dann sollte es jetzt machbar sein. Zwei Phase mit drei Tränken ist natürlich auch ideal. Ach shit, hab nicht getroffen. Ach. Ich werd zu übermütig. Merkt das schon wieder. So, ein Getränk haben wir noch auf Felde. Ach, komm schon. Boah, Double Attack. Ah. Shit. Vergessen, dass ich das Ding noch on Tour hatte. So, Sicherheitsgetränk. Mann. Jetzt aber Pfeil in die Fresse. Genau so wollte ich das. Blut, Schweiß und Tränen mal wieder. Aber cooler Kampf. Nach dem Kampf ist es traurig zu hören. Bist du es? Alle führen zum selben Ende. Wie meinst du das? Beide mit Königsblut. Einer ohne Krone. Einer verschlingt einen Gott. Ich will einen Prinzen retten. Ist das so? Lass mich dir zeigen, wie. Mhm. Okay. Mache Jagd auf die vier Himmelswächter. Zwinge sie einen Moment zu verschonen. Einen im Raum Zeitkontinuum. Wähle weise. Satiris ist am nächsten. Der Wächter des Südens. Wow. Okay. Cool. Hast du noch was zu erzählen? Hallo. Ne, da komme ich noch nicht lang. Lauf, 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 lauf. Oh. Yeah. Hallo. Beziehungsweise Energie. Das nehmen wir doch immer gerne mit. Ja, guter Schuss, würde ich sagen. Jetzt? Kann man hier runter?
Nein. Kann man nicht. Und dieser Berg muss verdammt hoch sein, wenn wir hier immer noch nicht unter der Erde sind. Ich habe Satevis gesehen. Drei Fehler vergießen Blut. Im besten Fall ein Moment auf ewig verändert. Eine Seaborg-Feder. Na los, nimm sie. Das Ende, endlich ewige Glückseligkeit. Erfolg wird erwartet, kleiner Mensch. Hm. Habe ich jetzt endlich den Doppelsprung? Ich dachte immer, das wäre ein Vogel mit dem Glauben. Könnte auch die Schlange sein. Ich sehe, um zu springen, während er in der Luft ist. Drücke in der Luft X, um einen zweiten Sprung auszuführen. Kann auch verwendet werden. Oh, yeah. Das heißt, ich muss dann hier zurück. Ah, die beiden Wege stehen mir dann offen. Das heißt, im besten Falle nehmen wir. Obwohl, gehen wir erstmal da hin. Das Spiel dazu willen. Hui! Ach, endlich. So eine Genugtuung. Au. Habe ich was gesagt? Tange, Schlange. Lange nicht gesehen. Ernsthaft. Aber ich habe es geschafft. Ach, Sandlungs. Wow, so viele neue Optionen. Du schon wieder. Und nicht so negativ hier. Asdaha hat mir einen Weg gezeigt, Rassan zu retten. Ihre bösen Taten kennen keine Grenzen. Und eine von ihnen ist unverzeihlich. Eine Geschichte, an die ich mich lieber nicht erinnern will. Hm. Unter uns gesagt, hielt ich dich für einen Narren. Aber beides kann stimmen. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Wie lautet dein Name? Nenn mich Alkara. Ich danke dir, Alkara. Ah, mal gucken. Ich sagte, mein Name ist Alkara. Was? Boah. Sind alle so aggressiv hier. Ah. Hab ich noch einen Drink? Nee. Nein. Okay. Wow. Ich glaube, da kommen noch richtig eklige Sprungpassagen auf uns zu. Haben wir hier. Yay. Schade. Ach, ich liebe ihn jetzt schon, den Doppelsprung. Okay, nach unten geht's auf jeden Fall nicht. Hey, Schlange, brauchst du jetzt mir auf mich schießen? Ich dachte, wir wären jetzt Best Bros. Okay. Hm. Komm ich jetzt hier rüber? Nee. Nein. Au.
Ei. Ein bisschen eklig ist das schon von der Sicht her mit diesem Sand im Hintergrund. Es gab eine Zeit, in der konnte ich mich damit nach oben gleiten lassen. Okay, da drüben. Nein. Jetzt mal hier ein bisschen Konzentration, okay. Braucht nicht. Wing. So. Boah, ist das anstrengend. Aber wer geht jetzt hoch und wer nicht? Nein. Ey, komm schon. Ja, ich sehe ein Ende. Aber in welche Richtung muss ich? Ach, hier. Wow. Einfach nur wow. Wie sich das ausgedacht hat. Puh. Ach, das ist wieder der gute Sand. So, da haben wir auch unseren Teleport her. Ach, ich sag's euch. Doppelsprung bester. Upgraden, was abzugraden geht. Ui. Willkommen. Oh, ich glaube, die Mitte wurde 2500. Wow. Plus 3, will ich das? Brauche ich das? Naja. Ich will lieber noch eine Flasche irgendwann. So, das heißt, wir können dann jetzt direkt zu dem Ortchen hier hinreisen und uns den Baum einverleiben. Okay. Was ist das? Sicherheitsring. Oh. Funktioniert das? Nee. Schade. Ich denn da oben noch mal hin? Ja.
Wie war ich da doch drüben schon mal drinnen? Ob ich das geschafft habe, kann mir auch keiner erklären. Also, nutzen wir einfach den Fahrstuhl. Ach ja, dieser kuschelige Ort hier. So. Aber das soll es auch an der Stelle erstmal wieder gewesen sein. Es war auf jeden Fall schweißtreibend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie es denn jetzt nach den Sternbildern weitergeht und ob das wirklich einfach nur abschießen ist oder ob da uns noch kleine Überraschungen erwarten. Naja, wir werden es herausfinden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und ansonsten habt eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Renni hauen!